Versuchen wir es mal mit Rimbildieren. Loading Devs sind schon aber schnell. Mal sehen, ob wir mir jetzt wieder 20 Fehler. Ah, guck mal, die ist heute nämlich keine Fehler raus. So, noch kurz in den Optionen gucken. Ah, hätte ich die Sprache hinein können. Ich bin ja auch ein Idiot. So, random Background. Achso, dann hier. Screen on Edge Mouse Scroll. Okay. Autosave der Wahl jeden Tag. Permanent Disabled Development Mode. Ah, Shiny Man Names. Okay, wird jetzt schon die. Vollbild, ja. Ja, von mir aus. Ja, ja, ja. Okay, passt. Ich darf bloß nicht raustappen. So, wir fangen mit einer neuen. Ich glaube, ich mache einfach was Naked Potato. Unprepared, can you survive? Nö, 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 wir machen mal Querschläge, wir machen mal Standard-Dings hier. Weiter. Nee, Phoebe. Wir machen mal hier Dings, machen mal Medium schwer. Reload any time mode, würde ich mal sagen. Und nicht die Commitment Mode, ne? Was ist das hier? You can only save when quitting the game. So, there's a reason Luke Skywalker didn't quit and reload when his family got killed. Loss and recovery is dramatic. Ja, nee, habe ich auch keinen Bock drauf. Das ist vorher auf Deutsch über eine Mod, oder? Nee, 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 das kann das von alleine. Also Rimworld kann von alleine Deutsch sein. Achso, ich habe sowieso auch. Ich habe gerade den Aufnahmebutton geklickt von OBS. Ich werde das eventuell hier hochladen, aber es wird wahrscheinlich allein stehen sein. Ich glaube nicht, dass ich das hier nochmal. Vielleicht noch ein zweites Mal anfangen, aber ich werde es hinterher nicht zu Ende spielen. Ist der 1.0-Bild, oder beziehungsweise die 19er-Version. so, Seed, keine Ahnung. Kangaroo Court. Global Coverage, 100%. Wofür haben wir denn den ganzen RAM hier? Machen wir einen normalen Planeten. Achso, ich muss einen neuen Planeten generieren. Achso, nee, dann hier auch. Schauen wir mal, wie cool das jetzt hier wird. Also, wie gesagt, die 1.0-Version. Ich habe keine Ahnung, was sich noch alles verändert hat. Ich habe nur vorgestern bei Alistair, also einem anderen Streamer, hatte ich mir Rimworld angeguckt und habe mir schon gedacht, ich war gestern schon nah dran, Rimworld zu streamen. Dachte so, cool. Könnten wir vielleicht machen. So, dies könnte sich auf jeden Fall nochmal lohnen. Ach, naja, was heißt lohnen? Für mich lohnt sich sowieso nichts. Auf jeden Fall dachte ich mir so, naja, probierst du mal. Habe ich ein bisschen Bock bekommen. Und er hat sich irgendwie die ganze Zeit darüber ein bisschen beschwert, dass das der Nahkampf sich irgendwie verändert hat. Also, der Nahkampf ist jetzt viel stärker, weil das kannst du wie Waffen, aber Fernkampfwaffen können nicht mehr im Nahkampf eingesetzt werden. Das heißt, diese ganzen Banditen und so Zeug, die sonst immer auf dein Zeug rum, dann Leute zugestürmt sind, kannst du halt nicht mehr im Nahkampf mit der Pistole niederstrecken, sondern die stehen halt irgendwie nur mit der Faust da und das ist halt irgendwie sehr schlecht. Wenn du halt das. Ich muss mal gucken, wie gut das mit den Torverteidigungen stehen. Aber. Das. Ja, mal gucken, wie gut das läuft hier. Ich habe auch nicht viel Zeit, wie gesagt. Ich will auch einfach mal packen und dann vielleicht noch ein bisschen den Abend noch kurz genießen, bevor es morgen losgeht mit 4 Stunden Schlaf. Ah, ich kann jetzt auch schlafen, alles gut. Hey, da hole ich mir, ob ich hier Netflix-Film runterlade. Im Nachhinein gucke ich davon wahrscheinlich 20 Minuten. Ich bereue es mich gerade, dass ich eine 100% Welt generiert habe. Aber andererseits, wenn der Planet nicht vollständig da ist, dann ist es ja auch keine richtige Welt, ne? Das muss ja, wenn dann, schon ein kompletter Planet sein. Deswegen, ich kann leider auch nicht raustappen, um die Patch-Notes weiterzulesen. Ich habe gerade noch rübergeflogen. Das wäre vielleicht besser, wenn ich mich ein bisschen besser vorbereiten könnte. Auch egal, wir werden wahrscheinlich einmal sterben. Das verkürzt auch die Länge der Runde. Wie war ich bei denen gesehen? Der hat auch in der Wüste gespielt, aber das. Ich glaube, ich werde wieder irgendwo, keine Ahnung, in besseren Gegenden spielen, wo es vielleicht klimatisch nicht ganz so schlecht ist. Ach ja. Oh, Generating World ist eingeschlafen. Oh, wir sind fertig. Jawohl. Ach, jetzt gibt's hier noch Länder, oder? Ach nee, das sind die Straßen. Lesser Flat Unbeatable. Achso, das ist ja cool. Select the Landing Site. Na, gucken wir mal. So, und Developer-Bild auf die Sachen steht, das natürlich ein bisschen. So, warte mal. Guck mal, hier ist doch schön. Guck mal, das ist möglichst weit weg von allen Siedlungen. Tropical Rainforest, ne? Das ist vielleicht ein bisschen zu warm. Was haben wir hier noch? Temperated Forest. Temperated Swamp. Ich glaube nicht, dass ich einen Swamp bewohnen möchte. Da rieche ich mich bloß wieder auf, dass die Gebäude nicht richtig bauen können. Temperated Forest. Mountainous. Large Hills. Large Hills klingt doch gut. 100% Wachstum. Times. Ja, gut, Zeit ist mir ziemlich egal. Vom 1. September bis zum 1. April Mai wachsen Pflanzen. Also 40 von 60 Tagen. Das ist ja nicht in Ordnung, oder?
Ich glaube, da Tierwurm, aber das war relativ weit weg. Ist eigentlich ein schöner Ort. Na gut, die sind natürlich weit und breit gewandert. Ich wollte eigentlich mal auf so einem Fluss wohnen. Und vielleicht in der Nähe von so einer Straße wäre vielleicht mal eine Überlegung wert, ne? Warte mal, wo ist denn hier ein Fluss und eine Straße? Hier! Direkt neben diesem wunderschönen Raider Settlement. Gibt es noch irgendwo anders? Hier ist auf jeden Fall ein schöner Ort zum Landen. Den nehmen wir nicht. Und hier ist Arid Shrubland. Hallo Fräse. Ob wir hier welche spielst du denn, Bernie? Unstable, also die 1-0er. 1-1 Asset spiele ich, genau. Salzburg. Warum Salzburg? Ich lade und speichere. Oh, guck mal, hier, was ist das hier für eine Straße? Die sieht gut aus. Hier. Temperate Forest? Das sieht. Warte mal. Wir könnten eigentlich da hinziehen. Da habe ich einen Fluss und so ein Dings. Das ist eigentlich ideal. Dann habe ich eine scheiß große Straße. Das ist eigentlich. Wer sind die Blauen hier? Tina? Self-Ruling Federation of Kodder. Hostile minus 20, na bitte. Obwohl, Hostile minus 20 sind das nicht gut, oder? Dann machen wir mal hier. Da habe ich einen Fluss und eine Straße, die ich beide mal sehen wollte. So. Wir nehmen den Ort hier heute mal. Large River. Verdammt, da wächst es natürlich wieder ganzjährig. Das nimmt natürlich ein bisschen die Challenge raus. Also, wenn es nicht mal Winter gibt, ne? Hier müsste es ein bisschen kühler sein. Hier sind 40 von 60 Tagen. So, dann haben wir hier noch eine Straße. Wir könnten uns da ansiedeln. 30 von 60 Tagen. Ja, gut, halbjähriges Wachstum ist schon wieder nicht so geil. Hier. Ancient Asphalt Road. Flat, aber da gibt es keine Hügel. Und ohne Hügel ist auch wieder doof. Ist auch, ne? Die ganzen Straßen werden wahrscheinlich nie finden. Was haben wir hier Schönes? Flat Dirt Pass. Ich glaube, ich werde keinen Ort finden, der sowohl eine Straße hat, irgendwie 40 von 60 Tagen hat und am besten noch ein paar Hügel hat. Obwohl, warte mal. Stone Road Flat. Da gibt es ja auch diesen geilen Wassergenerator. Ja, den habe ich gesehen. Also ich bin überhaupt nur darauf gekommen, weil ich gestern einen anderen Streamer gesehen habe. Und dachte so, oh, naja, eigentlich Rimworld hast du schon lange nicht mehr gespielt. Hast du eigentlich mal richtig Bock drauf? Was haben wir hier Schönes? Hier. Hier ist geil. River Large Hills. Tropical Rainforest. Naja, year round, ist ja egal. Ich suche eigentlich einen Ort, der so ein bisschen Hügel hat, aber nicht zu viel. Das artet hier in der Wissenschaft aus, ne? Ach, die Welt ist groß. Ja, das Ding ist wie hier schön. Ancient Asphalt Road und Stone Road. Und ein Creek läuft hier noch durch, also ein River. Aber es ist halt flat, weil das, ich glaube, die ganzen Straßen sind immer flat, oder? Naja. Gibt es halt keinen Fluss. Was haben wir hier unten noch? Ich meine, das ist ja schon gut, wenn wir eine Straße haben, boah. Ja, ich glaube, entweder Straße oder Hügel, aber nicht beides. Fürchte ich. Hier sieht es so trocken aus. Ich habe mir ja noch einen Prison-Architekt angeschaut. Prison-Architekt ist schwer geworden? Das heißt, wir ziehen jetzt hier einfach ins Nirgendwo. Hier ist ein Fluss und hier ist ein bisschen Hügel. Mountainous, Large River. Und Large River gleich. Und da habe ich ganzjährig Dings. Was hier noch schön ist? Alter. Hier ist 30 von 60 Tagen. Was haben wir hier? Aber das ist gleich so ein. Entrance Bandits? Nein, ich greife mich ja sowieso an, egal wo ich bin, ne? So, 30 von 60 Tagen. Was haben wir hier? Hier ist eine Straße in der Nähe und 40 von 60 Tagen. Wir haben Small Hills. Ist ein River da? Das ist ja nicht perfekt, oder? Sandstorm, Marble und Slate. Yo. 40 von 60 Tagen, Timestorm minus 8, ist mir egal. Hier ist doch cool. Guck mal, da ist eine Straße in der Nähe, zu der ich relativ schnell hinkomme. Und es sind erstmal keine feindlichen NPCs in der Nähe. Wir nehmen diese Crash-Site hier. Das ist gut. So, Advanced. Achso, wir nehmen natürlich eine große Zone. Wir fangen an, wann auch immer das Spiel möchte. Factions. Ja, von mir ist. Next. Wir Granit haben. Was ist das für ein Emote? Ruh? Was? Left Behind? Wer sind die denn noch alle? Wer sind denn die Left Behind? Sind das die, die ich irgendwie nochmal aufsammeln kann, irgendwie in der Landschaft? Möchte mir irgendjemand Left Behind erklären?
Nee, anscheinend nicht. Hervorragend. Die kannst du nachher mal aufsenden. Oh, muss ich die ja benennen, wa? Na gut, fangen wir erstmal an mit hier. Ja. Ja, genau. Jetzt fängt wieder der Teil an, wo ich versuche, so halbwegs brauchbare Kolonisten zu kriegen, die nicht gleich wie komplett kaputt sind. Ja, hier haben wir schon mal Mediziner, Konstruktion, Intellektuell. Intellektuell ist aber auch neu. Sickly, Ugly, Ja, scheiße, das brauchen wir ja nicht anfangen. Nudist. Too smart. Was macht denn too smart? Das macht Social Ability. Ja, Mental Breakdown Threshold. Achso. Global Learning. Von mir aus. So, Animals. Intellektuell. Pff, die kann aber sonst halt nichts, ne? Crafting. Na komm, nehmen wir Anja mal mit. So. Rock haben wir. Oh Gott. Artistik, ne, Artistik brauchen wir relativ für den Anfang nicht. Plans. Plans wäre gut. So, Wimp. Was war denn Wimp? Das ist das Wiegen County mit Little Pain will immobilize her. Ja. Na klasse. Bist du Mitarbeiter? Geht das aber nur, wenn du wegkommst? Deinen Mitarbeitern gut geht. Was für ein Mitarbeiter? So, Medical 8, Social 9, Intellektuell. Jailers, das ist neidisch, okay, gut. Shooting, plus, plus, plus. Aber, also sie ist gut in Schießen, aber sobald sie auch nur ein bisschen angerührt wird, kann ich mehr. Was, diesen Casket Builder? Na, von mir aus. So, das wird jetzt Steph. Steph, du bist jetzt eine Frau, du hast jetzt Riesa. Sag mal, warum hat mir das Spiel denn hier drei Frauen vorgeschlagen? Ach, was soll's. Night Owl. Mining. Was hat man hier? Too smart, jailless, kind. Das ist eine tolle Kombination. So. Ich weiß nicht, warum ich jetzt drei Frauen gekriegt habe, aber Fresel bist jetzt auch eine Frau. Amy Webb. So. Habe ich jetzt wissen, alle Skills so halbwegs mal abgelistet? Jetzt, weil wir dies craften können. Mili kann hier keiner so richtig. Konstruktion habe ich zumindest ein. Oder ein, ne? Kochen kann Steff halt so ein bisschen. Tiere kann Rock. Wir haben zwei Leute, die Medizin können, das geht doch schon. Und Sozial kann auch einer. Der gleichzeitig Medizin kann, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Teamskills? Achso, ich bin ja auch eine Banane, warum kriege ich das überhaupt hier durch? Da unten steht's doch. Na gut, dann rerollen wir die Bande hier nochmal so, dass da nicht kompletter Mist bei rauskommt. Katarakt. So, Nachteule, was? Tito, Gwomps, aber so, der hat gar nicht mit. Der ist nicht gut, wa? Egal. Asthma. Schon 100 Jahre alt gewesen, der Typ. Oh Mann. Demenz. Na, von mir aus. Storywriter. Beautiful. Quick Sleeper? Was ist in Cape of Dump Labor? Ach, von mir aus. Old Gunshot? Nimble? Was war denn Nimble? Okay, he seems to dance around Dangerous Point and Grace. Midi Dodge Chance. Das ist ja cool. Also. Lover, Ascetic. Die kann kein Shooting, kein Melee. Die kann null Construction, das ist auch scheiße. Das Ding ist halt, welche Leute dann nochmal kriegen und die können halt nichts, das ist halt auch irgendwie ein bisschen Mist. Transhumanist, das soll ja so ein Typ. Gut. Shooting als einziges Skill in der Gruppe, das wird witzig. Ja, ich sehe das gerade, aber ich bin ja nicht relativ zufrieden mit meinen Leuten, die ich sonst so habe. Was, wenn ich jetzt hier anfange weiter zu rerollen? Oh, warte mal hier, das ist eigentlich Rock, kann ich ja noch ein paar Mal rerollen, oder? Ich würde am liebsten irgendwie Attribute festlegen, weiterrollen. Aber der läuft. Dann kann ich gleich wieder den Mod runterladen, wo ich das festlegen kann. Greedy, too smart. Industrious. Blackburn has an easy time staying on task and focus and gets things done much faster than the average person. Klasse. Shooting 6 ist jetzt. Darf er das als Sheriff? Na, wenn er Sheriff war. Vielleicht wird er immer noch Rock. Ja, aus Rock wird tatsächlich ein Mann. Er ist jetzt Blackburn. Alberto Rock Blackburn. So. Geht, ne? Könnte besser sein. Ja, wir versuchen es.
Also mit den Cheesen, das war ein guter Einwand. Aber das Ding ist halt, das Rumballern wurde doch sowieso genervt, wie Sack. Das glitt ja jetzt ja nicht mehr so gut wie früher. Was ist so ein Schweinekram? Das geht ja einfach nicht mehr so gut wie früher. Wenn die Leute, wenn die halt nicht umkippen, bevor sie nah dran sind, ist halt irgendwie doof. Shooting ist halt dann noch so wie echt? Naja, ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass es halt irgendwie nicht mehr so cool ist. Na, mal gucken, wie gut es mit den Geschützturmen läuft. Bisschen gefallen. Ich werde wahrscheinlich gleich die Was? Ach, die was? Kryptos-League Sarkophagi? Achso. Ist der übliche Anfang. Na gut, warte mal. Das hilft mir erstmal abklappen hier. So, bob. Mitten im Fluss. Wenn ich gleich ertrinkt, das wäre sehr ärgerlich. Da kann ich ja nicht Brücken über die Flüsse bauen. Wo können wir denn hier am besten wohnen? Overhead Mountain, Shallow Moving Water. Achso, ja. Okay, das ist also. Chest Deep Moving Water. Na gut, das ist. Wasser ist also jetzt nicht so das unendliche Problem. Das ist eine sehr große Karte? Oh Mann. Es sieht so aus, als müssten wir so oder sowas bauen. Wir können zumindest die Bude da hinten erstmal benutzen. Als Bett drauf. Was ist das hier? Healwood. White Healwood? Nun, die Temperature von Body Pad 3. Das ist ja cool. Das ist auch neu. Gut. Das ist einfach. Was? Remove Bridge? Ah, ich kann Brücken bauen. Cool. Das machen wir noch nicht. Recreation. Poker Table? Der ist auch neu. Ach, es gibt Slots, das habe ich auch schon gesehen. Floor. Smoother. Ach, er hat die Symbole angepasst. Okay, das ist cool. Campfire. So, Orders. Furniture. Warum ist hier gleich so viel Auswahl? Furniture, das ist ja der Wahnsinn. Na gut, Security. Achso, ich muss ja noch Spike Traps. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo man von alleine Türme bauen kann von Anfang an. Das war noch gut. Da, die werden noch in Ordnung. Ja, dann machen wir erstmal eine Stockperson hier nehmen. Das ist, glaube ich, erstmal Dumping Stock. Machen wir die ein bisschen über dem Wasser. Müll wegschmeißen am Wasser, das ist wahrscheinlich mehr. So. Das macht jetzt so ein Geräusch. Home Area. So. Den. So schön, dass ich mir die Tastenkombination Q eh noch zum Drehen von Sachen erinnern kann. Erstmal drei Betten. Wo waren denn hier die Türen? Türen. Tatsächlich hätte ich nicht warten, bis du Sturmgewehre gebaut hast. Ja. Bis ich Sturmgewehre gebaut habe, bin ich auch, glaube ich, tot. Ach hier, Türen. Bin auch dämlich. So, Holz haben wir. Denn. Eigentlich sollte das den ersten Arbeitstag total einschränken, wenn ich das ist. Weil ich muss jetzt ja nur. Wo ist denn hier das Essen eigentlich? Das könnte den ersten Arbeitstag erheblich verlängern, wenn ich hier nicht bald Essen finde. Hä? Wo ist mein Essen? Wurde es weggeschwemmt? Das wäre ärgerlich jetzt. Achso, ich müsste sowieso mal einen Kühlschrank festlegen, ne? Sonst dann. Machen wir erstmal einen kleinen Raum, damit wir es am ersten Tag schaffen. Wie war denn das hier? Ich kann mich an nichts mehr erinnern, ne? Wie ich gerade so merke. Wie könnte ich das umbenennen? Umbenennen? Hallo, anyone? Irgendwie klein aus? Findest du? Egal, Rotten. Genau, und hier kommt alles rein, außer Food. Food. Das Wort heißt Food, nicht Food. Ach, hier liegt mein Zeug. Rock war der Typ mit der Waffe, ne? Nehmen wir die Waffen mit. Was haben wir hier noch? Ich hoffe, das schwemmt der Fluss nicht gleich weg. Flakweste. Ja, die ist halt auf jeden Fall noch. So. Ach, jetzt guck mal, jetzt kannst du nämlich auch so nacheinander. Achso, dann. Die Medical Supplies sollten vielleicht auch hier rein. Persona Core. Ja, den werde ich wohl so schnell nicht hin. Manufacturers. Medicine. Drogen muss ich eigentlich auch kühl stellen, oder? Also, aktuell stehe ich hier eh nichts kühl, aber.
Teppichnüsse werden gleich mal weggewaschen. Ja, ich hoffe. Schön. So, wer kann denn hier noch mit der Waffe umgehen? Social Bio Shooting 0. Steff kriegt den Revolver. Equip-Revolver. So, zack. So. Ach, Frieselwort ist mein Dach, sehr gut. Ah, die Flak wird. Das ist. Was? Achso, die sind. Den müsste es gerade schlecht gehen wegen. Ne, warum hat er da nicht Nikos? WTF? Wegen Arbeiten? Wie warm haben wir es denn? 10 Grad. Okay, ja noch. Könnte schon mal sein. Warum zur Hölle? Vomiting? Warum denn? Friesel, warum bist du hier am Kotzen? Hä? Warum ist Friesel die ganze Zeit am Kotzen? Ich verstehe das nicht. Hä? Hä? Ja, das ist Q-Status Sickness, das müsste doch hier stehen, oder nicht? Ah, ne, hier. Okay, du hast recht. Ich habe so lange schon hier in Rimworld immer gespielt, dass ich das komplett vergessen habe, wo das stand. Friesel, das wäre echt gut, wenn du weniger kotzen würdest. Das ist halt irgendwie. Nimm dir doch erstmal dieses wunderschöne Plastermesser. Schwangerschaft? Wahrscheinlich eher nicht. Weiß gar nicht. Können die Leute hier schwanger werden? Ich glaube nicht. Ich bin schwanger. Weiß. Nein, das würde hier stehen. Was machen das hier eigentlich? Mal Mobilität. Na gut, das ist. Schon viel Zeug, bis ich das hier eigentlich sage. Ich könnte ja mal auf höherer Geschwindigkeit spielen, fällt mir gerade so auf, bevor ich mich hier Ewigkeiten abwarte. So. Wie viel haben wir es denn? 9 Uhr morgens erst? Na gut, das ist, Na gut, ich habe halt viel Zeit dadurch gespart, dass ich den Schlafraum nicht bauen musste, ne? Dann können wir das ganze Zeug erstmal einsacken. Gut. Eisen? Wie viel haben wir denn jetzt? Warte mal hier, ne? 900 Eisen, ein bisschen Holz. Na gut, aber wir müssen ja sowieso Holz hacken. Dann können wir eigentlich gleich in sein Lagerraum direkt mal einbauen, ne? Das ist eigentlich. Linge wäre günstig. Den muss ich hier nicht. Ich bin immer ein großer Freund von kompakten Wänden. Ich glaube, die wollen nicht, dass wir hier schon wieder. Meine, wir kennen ja das Brutal. Ach, das ist. Naja, das sind ja. Das sind nur kleine 2D-Charaktere. Also, Brutal ist jetzt relativ zu sehen, ne? Ach, cool, jetzt sind hier so eine lustige runden Kreise, wenn man Sachen fällt. Das ist ja cool. Hofft's nur abends. Warte mal. Power. Windturbine, Champfu powered car? Woodfire, was ist ein Champfu? Plus power by consuming Champfu, must be powered by hand. Was braucht das Ding? Hä? Das Schöne ist, da oben so ein I ist zum Anklicken, aber. Achso. So. Das sagt mir leider nicht, welche Chemikalien das benutzen muss, um betrieben zu werden. Hallo, Kobami. Champfu müsst ihr erforschen. Ja, aber das ist mir ja schon ganz klar. Aber also das Champfu ist eine eigene Ressource, die genauso heißt. Nehme ich mal an. Research. Ja, grüß dich. Das ist ein Nutrient Paste. Ach, die kann ich schon. Air Conditioning habe ich auch schon. Achso, weil ich keinen Tribal Start mache. Na gut. Tree Sowing. Bierbewegung. Devil Strand. Das ist eine Droge, oder? Ja. Pimika. Babab. Bogen, Rekursivbogen, großer Bogen, Mikroelektronics. Sterile Materialien muss ich auch noch extra erforschen, meine Fresse. Ja, Biofuel-Refining, okay, gut. Solarpanel, Firefoam. Achso, der ein bisschen. Tube Television, Flatscreen Television. Ach, jetzt kann man den Flatscreen auch selber bauen. Früher musste man den nochmal kaufen, oder nicht? Package Survival Meal. Das ist ganz praktisch. Also, ich glaube, der Fokus geht doch viel mehr auf diese Weltreisen, ne? Gut, hier Batterie. Ach, die Batterien muss man jetzt auch noch erforschen. Das ist schon scheiße. Dann machen wir das mal, weil ich glaube, ohne Batterien wird das hier. Also die erste Nacht werden wir jetzt wahrscheinlich ohne Batterien noch so erfahren. Ich hätte direkt meinen Kühlschrank größer bauen. Machen wir jetzt das. Ich darf nicht zu viel das. Warum langweile ich sich jetzt schon wieder? Ich habe da so viel zu tun. Rock, machst du da?
Cloud-Watching. Krass so aus hier. Wir haben jetzt erstmal einen Schlafraum. Den werden wir so schnell nicht mehr brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal einen Arbeitsraum. Der Arbeitsraum sollte vielleicht irgendwie... Nee, ist mir jetzt schon wieder verbaut. Ziehen wir mal nicht zu groß für den Anfang. Ich habe wahrscheinlich eh nicht genug Holz. Orders. Cut Plans. Shop Wood. So, haben wir wieder Arbeit für 20 Leute. Was designiert Plans? Dann müsst ihr ja nicht morgen direkt anfangen, schon mal drüber nachzudenken, Felder anzulegen, ne? Die haben am Wasser besser wachsen? Na, ich bin ja auch ein Genie. Ich hätte vielleicht noch befehlen sollen, eine Tür zu bauen. Warum haben wir denn hier eine Hose? Ach so, weil er die Flakhose anhat, wa? Ach, die Flakpants sind... Ach so. Ja, die wiegen viel Zeug, ne? Warte mal, ist er deswegen unzufrieden? Weil er die Dingens anhat? Needs uncomfortable. Ach so, wie needs... Okay, answer your environment, minor pain. Greedy for impressive bedrooms. Na ja, gut, ist das... Da werden wir erstmal nichts tun können in der Richtung, würde ich mal sagen. Wir können zumindest schon mal einen Tisch bauen. Das kriegen wir hin. Steinig schnell. Geht das überhaupt so? So. Immer starker, dass wir gleich pennen gehen. Aber wir könnten ja zumindest versuchen, vielleicht noch. Wo war das hier? Production. Nein, Research Table. Der ist so riesig. Vor allem ist es schön, dass er mir eine Vorschau zeigt, dass da ein Stuhl vor ist. Aber wenn man das Ding dann tatsächlich baut, ist kein Stuhl vor. Bringt das jetzt eigentlich einen Produktionsgewinn, wenn man so Stuhl vorsteht oder nicht? Das ist übrigens Biofuel Refining. Ja, das dachte ich doch, das ist ja oder nicht. McShamishan für Beleuchte, like Wood of Stuff. Das erste, was ich auf jeden Fall erforsche, ist Batterie, weil davor bringt es mir überhaupt nichts, irgendwie anzufangen, hier so irgendwelche Solarzellen zu bauen. Was ist denn nicht mit diesen Wasserkraftwerken? Gibt es die jetzt hier oder nicht? Power. Ach, Waterproof Conduit. Das ist ja interessant. Achso, das kann nur unter Shallow Water das leiten. Kann ich irgendwie ein Wasserkraftwerk erforschen? Machining, Gunsmithing, Flag Armor, Smoke. Blowback Operation, oh Gott, das ist... Also bis ich hier mal eine Waffe erforscht habe, die vernünftig ist, dauert das ganz schön lange. Die Geschütztürme sind schon irgendwie... Moisture Pump, die kenne ich schon. Hey, Persuasion. Ach, jetzt muss man das noch erforschen, um die künstlichen Intelligenz dazu zu bringen. Jetzt gibt es hier auf jeden Fall die besseren Türme, so wie es aussieht. Den normalen Gun Turret gibt es schon nach relativ wenig Forschung. Das ist ja schön. Sag mir jetzt bitte übrigens nicht, dass meine einzige intelligente Person die gleiche Person ist, die die ganzen Sachen baut. Fräse ist intelligent, Steff ist intelligent. Und Steff hat natürlich auch die Construction-Fähigkeiten. Achso, mir fällt gerade ein, ich sollte vielleicht trotzdem irgendwie mal zumindest so. Ach, Solarkraftwerke gibt es auch nicht mehr. Du ahnst es nicht. Ach, hier unten ist ja noch Essen. Das sollte ich vielleicht mal mitnehmen. Zu übersehen. Das ist ja nicht, ja, wo ich meine komische Solarturbine jetzt hier hinbaue. Die steht auf jeden Fall mistig. Kann ich machen, was ich möchte. Das weiß ich jetzt schon. Also, die werde ich auf jeden Fall noch umziehen lassen müssen. Ich drehe das Ding auf jeden Fall, dass es vielleicht nicht ganz so früh ist. Fehler. Pflanzen. Eigentlich habe ich mir einen sehr schönen Ort ausgesucht. Da stehen gerade mal zwei Blumen drin. Das ist nicht wieder viel zu viel Strom verbraucht. Ach, die Sonnenlampe gibt's. Muss man die nicht früher mal erforschen, die Sonnenlampe? Ja, war so. Ja, das Zeug. Das Survival Meat, das kann ja eh nicht ablaufen. Obwohl wir bald anfangen müssen, Sachen zu jagen. Blink, meiner Breakfast.
Warum das denn? Warum ist er denn unzufrieden? Rebuff per Fräse. Mediocre Barracks. Slapped in the cold. Achso. Die feinen Herren wollen es warm haben. Die feinen, feinen Herren. Naja, sagen wir mal so. Ist das Ding hier gut genug, um die Nacht über durchzuheizen? Also reicht dafür eine so komische Turbine? Ja, das Ding ist halt ohne... Ich weiß nicht, wie viele Sachen ich hier noch bauen kann, bevor das... Kann ich überhaupt einen Ofen bauen? Ich kann keinen Ofen bauen, oder? Nö. Doch, kann ich. Peter. Weil ich sehe es ehrlich gesagt nicht, dass ich das hier... So. Was? Rockstar Hunter? Das ist ja nur im Spiel. Achso, weil es zwei Frauen sind. Ist schön, dass wir schon mal die Stromleitung gelegt haben, aber nicht den anderen Mist. Die Lampe steht auch. Die Lampe ist echt ziemlich Quatsch, wenn ich darüber nachdenke. Ja, vor allem fehlt da noch ein Stück. Ah ja, jetzt hier die Turbine macht. Gut, denn würde ich gerne, dass irgendjemand mal ganz schnell die Batterie erfindet. Jetzt kriege ich nämlich einen Harry. Und die Batterie bestellen wir die am besten hin eigentlich. Weil ich kann jetzt den Raum jetzt erstmal hier auf 21 Grad erwärmen, aber ich ahne, dass der in der Nacht sowieso kalt wird. Deswegen ist eigentlich ganz schön, dass wir in so einer Baracke gebaut haben hier. Aber da haben wir jetzt zumindest... Oh, normale Betten. Exzellentes Bett. Krass. So. Lange dauert es, bis die Forschung fertig ist für die Batterie. So, zwei Kolonisten idle. Das ist ja schön. Dann müssen wir uns ja mal überlegen hier irgendwie. Going Zone. Tja. Was bauen wir denn an hier? Machen wir mal drei Felder erstmal. Meine Heilpflanze kann ich eh nicht anbauen. Machen wir das größte Feld mal Kartoffeln. Korn. Und Reis? Wächst hier Reis? Reis wächst ja anscheinend. Wir haben den September, warte mal. Ach, der September. Ach so, wir sind auf der Rückseite vom Planeten. Wir sind auf der Südhalbkugel. Das ist die Growing Period vom September bis April Mai, weil wir auf der Südhalbkugel sind. Also, wir haben quasi Sommer-Winter vertauscht. Tüften, Reis und Mais? Hatte ich jetzt so vor, ja. Reis. Den Rest brauchen wir eh nicht. Ich meine, Cotton wäre vielleicht nicht so schlecht für Klamotten, weil ich aus Erfahrung weiß, dass es mal relativ schnell irgendwie relevant wird. Wir können ja mal ein bisschen Dings anbauen. Das Schlimme ist, ich muss hier irgendwann... wächst das Zeug hier überhaupt? Ja. Irgendwann muss ich anfangen, das hier einzumauern. Das geht hier am Wasser bestimmt überhaupt nicht. Oder warte, kann ich überhaupt bauen? Na gut, dann muss ich das ja... Oh, ich kann. Doch, ich kann das hier komplett einmauern, was? Naja, hier nicht. Na gut, ist egal. Die Ecke brauche ich ja nicht. Ich könnte mein Feld komplett einmauern. Gibt es nicht mittlerweile Zäune? Ich könnte ja auch eine Brücke bauen, aber ich glaube, das ist nicht so klug. So, warte mal. Warum ist ein Fräsel eigentlich arbeitslos? Was kann der denn alles? Der Fräsel kann Mining, Construction. Ja gut, wenn es nur ums Mining geht. Wenn hier oben sind erstmal Bauteile. Die können wir auf jeden Fall erstmal abbauen. Ach, hier unten sind noch Steine. Und hier oben ist noch mehr Metall. Das können wir auf jeden Fall auch abbauen. Das Mining-Symbol ist auch neu, wenn ich das richtig sehe. Gold? Gold brauche ich halt irgendwie aktuell gar nicht. Aber das sieht hier so aus, als wäre da ein Wanddurchbruch. Ich möchte eigentlich nicht eingraben, dass es... Wer weiß, was da drin ist. Welche Höhlen kriege ich ja, das ist mir nichts. Need Batteries. Ja, ich würde ja gerne welche bauen, aber leider sind die Dinger nicht erfunden. Achso, ich könnte mehr Party-Spot. Ich könnte ja mal einen Caravan Party und Parking-Spot... Increase Work Speed when placed. Na gut, das. Zumindest haben wir jetzt einen Essenstisch. Das sollte ja schon mal die Zufriedenheit erhöhen. Wie viel Essen haben wir noch? 36. Ach hey. Wir sollten relativ schnell damit anfangen, hier irgendwie mal einen Küchentisch hinzubauen. Production. Butcher. Aber der Butcher, den kann ja draußen stehen, ne? Stellen wir den mal da hin. Okay, anscheinend kann der Butcher-Table nicht draußen stehen. Ich muss den Gemeinschaftsraum eigentlich jetzt schon vergrößern, wenn ich drüber nachdenke.
Electric Stove? Ach, eigentlich schon. Ich kann das nur am Tag kochen, aber ist ja eigentlich real. So, habe ich jetzt erstmal an alles gedacht. Also ich habe jetzt auf jeden Fall für morgen den Essensplan. Da müssen halt die Riesen. Wie? Das haben sie schon geschafft, das Kottenzeug anzubauen? Okay. Der große Nachteil ist natürlich nur die Defenses. Like Sandbags or Traps, ja. Das Problem halt an Sandsäcken ist, ich wüsste nicht, in welche Richtung ich bauen soll. Wer hat das Messer? Fräser hat das Messer, ne? Kann Fräsen mit dem Messer umgehen? Na, so ein bisschen. So, ist jetzt irgendwie noch arbeitslos? Nee. Ich müsste eigentlich die Aufgabenverteilung, glaube ich, besser legen, oder? Main Breakfast. Ich müsste. Wie war das hier? Was? Was war denn hier für das? Restrict. Achso. Habe ich eigentlich Haustiere? Rennt doch die ganze Zeit so ein Yorkshire Terrier rum. Ist das meiner? Habe ich einen? Moment. Okay. Ach ja, hier war das. So, dann ja, gucken wir. Rock kann. Ach, eigentlich ist Steff der Typ, der erforschen muss. Das heißt, ich sollte eigentlich vielleicht ein bisschen. Ich gebe denen erstmal ein bisschen Fokus auf Erforschung, weil ich brauch diese scheiß Batterien. Das war dringend. Am besten gestern. Steff, erforschungsbare Batterien. Ja genau, das können ja auch in eine Richtung. Vor allem, ich wohne ja wirklich in der Mitte von dem. Ja, ich bin nicht ganz in der Mitte vom Spielfeld, aber ziemlich in der Mitte. Hier sind noch ein paar alte Ruinen, die ich auseinandernehmen könnte. Könnte auch sehr spaßig werden. Hätten wir mal als Raumschiff-Type gerade gesehen. Wie geht's meinen Leuten jetzt? Das sind sie jetzt eigentlich immer noch. Minor Pain, that hurts, ja, da kann ich nichts machen. Disturbed Slap, Sleep, okay, okay. Die sind Dining Room, jawohl. Anzeige. Waffe. Oh Gott. Also, Rock ist unzufrieden, weil er von den beiden Frauen jeweils abgelehnt wird. Oh Mann. Ich finde es sehr schön, dass mein komisches Windkraftwerk, das hier mit 190 Watt läuft, trotzdem reicht, um. Visitors? Achso. Maschinenpistole. Oh, was ist das für ein schönes? Ist das die Reichweite? Kann ich mit denen reden? Wie viel Energie? Mir fällt gerade ein, dass mein Windkraftwerk natürlich auch in der Nacht Energie erstellt. Ich habe die ganze Zeit an Solarzellen gedacht, dass die nachts nicht funktionieren. Aber klar, mein Windkraftwerk funktioniert natürlich auch nachts. Ach, ich bin doch ein Vollidiot. So, warte mal, wer ist denn hier der Typ mit den krassen sozialen Social Skills? Wer auch immer es ist, ist Steff, der schläft. Geh nochmal mit Reika, vielleicht hat er was zu erzählen. Wie können wir hier einen Bogen kaufen? Oder, nee, wie können wir eine Hose verkaufen? Wie viel habe ich? 800? Das ist ja nicht mal so wenig. Ich kann hier bei ihr Essen kaufen. Das wird das 174 kosten, aber ganz ehrlich, ich glaube, ich kaufe bei dir. Das ist ja eine ganz schöne Wucherpreise hier, Freunde. Marktvalue 200. Echt? 32? Okay. Final Price did. Bier will ich nicht. Einen Rekursivbogen brauche ich, wie gesagt, nicht wirklich. Aber Medizin klingt gut. Ich meine, das ist, glaube ich, eigentlich mal so eine schlechte Idee, ne? Das Gemeine muss eine dritte her. Ja, ich habe es geahnt. Das ist, genau, das Windkraftwerk, das ist. Warum ist denn da bisschen ein Baum? Ja, kein Wunder, dass mein Windkraftwerk hier nichts leistet. Wenn hier mitten in. Die Steine müssen ja auch weg. Na gut, immerhin, meine aktuell habe ich ja noch keinen Strom, habe ich ja keinen Strom, den ich wirklich brauche. Mein Küchentisch hat keinen Strom. Ach, der Küchentisch hat keinen Strom. Hey, wir können unsere Kolonie nennen. Hat irgendwie. Was, wir würden jetzt der Kolonie schützen? Ich bin dagegen. es sieht so aus, als wäre es ja. Steff hat vorgeschlagen, die Kolonie irgendeinen Namen zu geben. Nee, warte mal. Ach nee, unsere Fraktion soll einen Namen kriegen. Das ist das, na gut, ist das, Republic of Dave? Nein. Okay,
Kängurus. So, jetzt brauchen wir noch einen Namen für die, Steff denkt aber, dass die Siedlung einen Namen braucht. Wie sollten wir diese Siedlung nennen? Ich habe keine Ahnung. Hat irgendjemand Vorschläge? Nicht Republic of Dave. Das, erinnert mich so sehr an Fallout. Not a Witch Village. Meinst du, das bringt was und das hätte die Leute davon ab und zu überfallen? Ich glaube eher nicht. Ich brauche übrigens Recreation Why Republic of David. Alter. Können wir die jetzt nennen? So, Randomize, Tiva, Squatter, Bluffing, Strength Mountain, Butra, Tidiore, Edrufta, Garton, Hini, Tat by the Brook, Shafter, Goborn, Sheriff's Bowler, Calverson, Shastown, Happiness Meadow, Hatfan, Heffenhope, Myoburn, Asufan, Dorianess, Calverson, Samuel, Eggplants Village. Klasse Name. Sanctuary Point Look. Da hast du in letzter Zeit zu viel Fallout gespielt oder was? So, hast du jetzt davon. Ich habe irgendwie in letzter Zeit zu viel Starcraft gespielt. So, Smooth Surface, geht das hier überhaupt? Ne, es geht. Was? Warum kann ich da ein Stück. Das geht? Warum kann ich dann den Boden da smoothen? Läuft beim Windkraftwerk aber ja. Ne, das meckert nicht mal, dass das. Ah, Bildkapi ist ja voll. Das Windkraftwerk meckert nicht mal, dass es zu wenig Strom hat. Das geht einfach nur so nicht. Warte mal, übrigens, Roof-Area. Ich würde die mal hier ein bisschen größer machen wollen. Cannot build roof over an oak tree. Dann müssen wir diesen Oak Tree an. Ah, okay. Das geht trotzdem anscheinend. So, haben wir den Ball an die Batterien erforscht? Ist ja schlimm hier. Also der Plan, der Dach da ist natürlich, dass ich die Batterien drunter stellen kann. Denn bei den Farmen, das ist jetzt auch, da fühlt sich auch jetzt so keiner richtig für verantwortlich, oder? So, wer von euch ist nicht richtig gut mit Pflanzen? Ihr kriegt das Alter, rockt richtig noch durch, ne? Das ist Slept in the Cold, ja. Decent Barrack. Decent Barrack gibt ihm minus 3? Ist das sein Ernst? Da müssen wir auf jeden Fall hier noch, zumindest einen komischen Horseshoe-Pin bauen, damit die sich ein bisschen entspannen. Für mehr haben wir gerade keinen Platz. So, ich finde, Nahrung haben wir auch nicht. Also, da ich das hier wie keiner ernst so richtig nehme mit den Pflanzen, wird das hier gerade ein bisschen interessant. Social Medical Construction Plants 4. 2, 4, ach du Scheiße. Gut, da Steff bereits mit der Forschung beschäftigt ist, würde ich vermuten, dass Rock in Zukunft sich um die Pflanze kümmert. Weil ich meine, wie soll das sonst machen? Plant Cut? Ne, wo ist denn hier? Wo ist denn hier? Wo ist denn hier? Wo ist denn hier? Hä? Ach, wow. Genau, Rock macht aber die Pflanzen hier. Das wäre wir sonst, glaube ich, hier nie fertig. Vor allem, die haben Pflanzen angebaut, sehe ich gerade. Aber halt irgendwie nicht so richtig gut. Also halt nur da, wo es halt irgendwie so ging. Also da, wo es einfach war, haben sie halt die Pflanzen angebaut und den Rest halt nicht. Ja, vorhin mit so einer halben Ernte hier wird halt auch nichts. Das muss schon alles weg hier. Ich könnte ja auch eine zweite, Dumpers, Stockpiles, und muss nicht so weit geschlagen werden. Muss ja nur weg, das Zeug. Oh Mann, das ist einfach. Schönstens würde ich gerne meinen Stromkabel hier zumindest mal hier so durchlegen. Das brauche ich vielleicht noch. Achso, ich bin. Yay, wir haben die Batterie erfunden. Toll. Dann bauen wir mal direkt eine. Und zwar direkt hier. Ding ist gebaut. Das ist eigentlich Matt her. Ach du Scheiße. Ach, hier hinten liegt noch Eisen. Das ist ja schön. Das müssen wir uns mal holen. Wie weit ist denn das weg? Das ist richtig weit weg. Gibt es eigentlich mittlerweile Schubkarren? Ich könnte jetzt alle meine Leute reinbauen. Das Ding ist, ich habe natürlich noch kein irgendwie Medizinbett errichtet. Da brauche ich jetzt wieder was noch nicht. Aber, wo ist denn hier Rock mit den Revolver? Wo ist denn das Vieh? Niedrigstorch-Projekt? Ah ja, brauche ich tatsächlich.
So, will ich Solarpanels erforschen? Eigentlich nicht so wirklich. Hydrophoniken bringen wir auch nicht gerade nicht so richtig viel. Tube Television, sterile Materialien. Mikroelektronik wären halt irgendwie interessant, ne? What's missing? Kann ich Machining machen? Und, eigentlich brauche ich. Ich hätte ja schon gerne die Gun Turrets. Ja, machen wir Machining ja dieses. Watermill? Watermill? Wozu ist denn hier die Watermill? Habe ich die gerade übersehen? Watermill Generator. Ach ja, der da. Ja, der ist vielleicht auch nicht schlecht. Den könnten wir noch hier brauchen. Unabhängig davon. Eigentlich ist es total egal, ob Rock in Deckung steht oder nicht, oder? Wo ist denn jetzt dieses verdammte... Ach, da ist das Irre. Aber Steff hat da noch die Pist... wo ist Steff schon wieder hin? Ach, Steff ist am Forschungstisch. Steff, du musst mal einen Hasen erschießen. Rock hat übrigens volle Rüstung an, ne? Jawohl. Mir fällt gerade jetzt ein, dass ich eventuell vielleicht doch mal mehr über Kühlung Gedanken machen müsste. Weil, Kühlschrank und so. Temperature. Ich habe aber leider die dunkle Bevölkerung ich aktuell nicht genug Strom dafür. Für solche Späße. Reicht da einer für? Ah, guck. Das werden wir ja bald sehen. Sachen wegschleppen. Und Platz zu schneiden. So. Den guten Hasen können wir auf jeden Fall kühl stehen, nehme ich mal an. Ach ja. Meiner Breakwisk? Na ja gut, Rock schiebt ein bisschen Debris, ne? In der ganzen Geschichte hier. Ist ja nicht. Mir gefällt das nicht, dass der dumme Hund die ganze Zeit hier das Essen isst. Warte mal. Moment mal. Genau. Wir haben doch einen Hund übrigens. Area 1. Zone und woanders hier. Alert Area, Area 1. Ja, mein, der komische Hund kann von mir aus machen, was er will. Er kann ja über die ganze Karte rennen. Wenn er witzig ist. Aber nicht in den verdammten Kühlschrank. Der soll sich was suchen. Verdammter Terrier. So, hier. Kühlschrank fällt aus. Oh ne, warte mal, ich muss ja. Hier, Kühlschrank ist nicht. Komischer Hund. So, weg da. So. Das ist eigentlich, wenn man nicht am Fluss wohnt, dann kann man ja die komische Wassermühle ja nicht bauen, ne? Friesel arbeitet die Nacht durch? Achso, ich dafür mal, sollte ich vielleicht nicht mal hier irgendwie so eine Schlaf... Na Quatsch, nicht, Recreation-Periode einführen? Steff forscht die Nacht durch? Weil er halt aufhört, dass der Raum hier... Ach doch, der 23 Grad, warum das denn? Heizt der Ofen? Ich meine, der Ofen braucht 350 Watt. Wenn man stark an, dass der heizt. Den können wir übrigens mal ausschalten. Mein aktuell ist ja nicht sowieso nur wichtig, dass hier... Ah ja, jetzt wird es noch kühler, oder? Bis... Friese steht um 3 Uhr nachts auf, macht die Küche aus und legt sie wo draußen hin. Hervorragend. Warte mal, wo ist denn jetzt eigentlich das... Ich hab der Küchenzone nicht gesagt, dass da Tiere drin sein sollen, ne? Corpses. Animal Corpses. Jetzt liegt der verdammte... Ach, der Hund hat bestimmt das Tier schon weggerissen, oder? Ne, die Hasenleiche liegt da noch. Okay, gut, dann Friesel, würdest du bitte mal das komische Vieh... Jawohl, so. Hast du das mal in Anfassung? Hab ich? Oh, ich habe Fressel geschrieben. kann ich das noch erinnern? Oder ist es zu spät? Natürlich, die kann ich immer erinnern, oder? Ja, genau, kann ich da hier. Guck mal hier. Friesel. So, jetzt haben wir es doch. Zack. Wofür ist denn der zweite Name eigentlich?
Essen geht hier nämlich weg, wie nichts Gutes. Oh, die Komponenten gehen weg. Habe ich denn überhaupt noch? Hat das Ding Strom? Hat's. Okay. Gut, Zieltemperatur bestimmt nicht. Minus 4 Grad sollten erstmal reichen, oder? So, ich lasse die Kühlkammer erstmal so klein, wie sie ist. Ich muss sie ja nicht unendlich kleiner bauen. Das kostet halt nur unendlich viel Energie, wenn ich das mache. So, jawohl. So, dann ist die... So, dann müsste ich jetzt hier nochmal einen Auftrag erstellen. Builds a Butcher Creatures. Und zwar... für immer. So, und hier Simple Meals kochen. Bis ich 10 habe. Genau. Das ist natürlich die Frage, ob ich jetzt ein zweites Windkraftwerk errichte. Das ist kostenlos. Das steht da nicht. Was denn jetzt? Meiner Breakfast. Ja, Rock geht's halt nicht so gut, ne? Das ist halt... Der wurde jetzt schon dreimal von Steff zurückgewiesen. Oh Mann. Aber eigentlich geht's noch. Also das Problem ist, er hat halt noch diesen very low expectation. Der hat noch diesen niedrigen Erwartungsbonus. Der geht halt immer weg, ne? Oh toll. Na toll. Gut, dass ich nicht drei Frauen habe. Das hätte ich jetzt nicht das Problem gehabt. Wir schotten das hier mit meinen Kartoffeln eigentlich aus. Hm. Achso. Ich würde gerade, eigentlich bräuchte ich einen. Mir geht langsam das Essen aus, aber eigentlich bräuchte ich einen fünften Kolonisten, der. Warum hat der Hund eigentlich langsam jetzt aber sehr? Wandering, Needs, Food. Null von 0,3. Tja, das Ding ist, der Hund verhungert mir jetzt, aber andererseits, der kann auch nichts. Er hat den Bund zu Friesel, das heißt, Friesel kriegt er noch schlechtere Raune, wenn das hieß. Happily rubbed his nose against Rock's shoulder. Ach, schön. Tja, ne? Mein Hund ist ein Problem, weil andererseits ist mir der Dude fressen weg. Weil wenn es nur die Simple Meals wären, wäre die eine Sache, aber das Survival Meal, das brauche ich halt irgendwie. Die Batterie läuft hier auch nicht so richtig. Ach, guck mal, jetzt gibt es hier so einen Stromverteiler. Das ist ja witzig. Kann man den Hund nicht essen? Ich könnte den Hund schlachten, ja. Aber das führt leider zu den... Führt leider zu dem minimalen Problem, dass wenn ich den Hund schlachte, dass die Leute irgendwie ein bisschen misslaunig werden. Ich hätte die Betten vielleicht von... Na schön, dass Rock übrigens zwischen den beiden Frauen schläft. Ach, schön. So, die Sachen hier zerfallen nicht weiter, oder? Nö. Layer, Skin, was? Armor Sharp, achso. Heat, okay. Beauty minus 3. Update. A host has connected to the Hollow Feed. Wolkenzottel Hosting Gefahr. 14 Viewers. Das ist ja schön. Hallo Wolkenzottel und Gang. Grüße. Du darfst mir jetzt am Zusehen, wie meine Leute sterben. Kann es sein, dass ich niemanden dafür ausersehen habe, irgendwie auch nur Fleisch zu machen? Oh, lauter Herzchen. Ich würde jetzt heraustappen, um meinen Earnest zu schreiben, weil das Problem ist, dann tappt das Spiel bestimmt runter, oder? Wenn ich das jetzt mache, ja, natürlich tut es das. Egal, wir machen es trotzdem. Earnest. Verdammt, ich bin zu doof, mein eigenes Emote zu benutzen. Haha, jetzt. So, weiter geht's. Wie sieht trotzdem das Essen aus? Ah, noch mehr Emotes. Wolkige Grüße. Wolken sollten das Now-Hosting für up to 8 Viewers, wird immer weniger. Ach, schön. Unabhängig davon, ich brauche Essen. Ich habe zu wenig Leute. Und es gibt hier keine Tiere. Was ist denn das hier? Roter Fuchs? Aber er ist leider am Verrotten. Kann der Terrier das Vieh nicht essen?
Also der Terrier ist auf jeden Fall voll ausgeruht, aber ich glaube, es geht nicht so gut. Gut. Es scheint so, als müsste ich das den Hund vorerst erstmal wieder in der Speisekammer erlauben. Wahrscheinlich nagt er jetzt am Ich hoffe, er nagt am Hasen, nicht an mein Essen. Natürlich. Der isst natürlich das ganze Survival Meal auf. Ach Mann, ey. Achso, ich sollte mir schon mal schauen, das bringt ja auch nichts mehr. Warum schlachten? Fühlt sich denn hier wirklich niemand fürs Schlachten für diesen komischen Vieh verantwortlich? Steff, mach doch auch mal was. Nein, du sollst das Vieh nicht essen, du sollst es. Na gut, andererseits, das Rock ist natürlich schwer mit beschäftigtes Feld anzubauen, was ich mir auch gesagt habe. Was für Leute auf einmal. Ich glaube, die Felder waren von Anfang ein bisschen groß. Aber andererseits, wenn der ganze Mist einfach wächst, dann wächst er, ne? Muss man nichts mehr noch machen. Ich glaub, für drei Personen war das ein bisschen übertrieben. Ah, Mist. Transportpod crashed. A veterinary name's butt is crashing to the south. Blablabab. So. Butt. Butt ist noch am Leben. Intense pain. Das ist ja schön. Maze Space Refugee von den Banditen. Also 71 der Typen. Was kann er denn? Er kann Medizin. Er ist ein schneller Lerner. Ich weiß ja, ich mich gerade darüber beschwert habe, weil ich wenig Leute habe. Aber ich glaube, Batou ist nicht die richtige Person für meine. Warte mal, lass mal. Er ist ein schneller Lerner, aber er ist echtzeitig langsam. Achso, er bewegt sich. Er lernt schnell, aber bewegt sich selber. Na, das passt ja. Er ist quasi intelligent faul. Na, das passt mir zusammen, oder? Passt ja. Das wäre ein Fehler. Jetzt ist es ein. Ach, du schaffst das schon schnell. Ich habe da großes Vertrauen in deine Fähigkeiten. Was hat er denn? Eigentlich geht's ihm gut. Der Typ könnte von alleine wieder aufstehen. Das Problem ist nur, wenn ich den jetzt rette. Hearing loss? Achso, weil er alt ist. Er hat Schmerzen, aber er ist halt richtig alt, ne? Sweet. Ist ihm einfach nur warm? Achso, es ist zu warm. Na gut. Tja. Will ich den retten? Ich meine, das ist ein Esser mehr. Ne, wir lassen das. Außerdem wacht er von alleine wieder auf. Den geht's ja gut, der verblutet ja nicht wieder und sowas. Was ist denn das hier noch? Seit 4 Tagen tot. Ich sollte öfter meine Umgebung beobachten. Die sterben, wie sterben die Viecher hier eigentlich alle in der Umgebung? Ich meine, der rote Fuchs ist irgendwie gestorben seit 3 Tagen. Hier sind weit und breit keine lebendigen Viecher. Sollte mir das Sorgen machen? Oh, warte mal, hier oben sind noch, wir sollten vielleicht mal ein bisschen jagen gehen. In der Zwischenzeit sollte ich hier eventuell die Zone ein bisschen einschränken. Weil sonst wird er hier nie fertig. Das ist die Kornzone? Ich sehe ja nichts mehr, es ist tot. Ich hoffe, du kannst das lesen. Das klingt gerade bei dir. Ja, das ist passiert. Also, das bringt. Nein! All diese Dinge sind passiert. Treib auf Minoka. Einer. Ist das eine Plastikkeule? Ne, ist eine Holzkeule. Warum sieht die so komisch aus? Kann der irgendwas? Ein Sammler. Er ist gut im Nahkampf. Scheiße. Er hat ein gutes Gedächtnis und ist, er kann sich nicht um andere kümmern. Ne? Das ist nicht so schlimm. Social Gear ist dabei. Was? Wie ist denn bitte schon zu Frostbites gekommen? Das ist verdammt warm hier. Es sind 34 Grad. Das sieht ganz schlecht aus, fällt mir das auf. Ich sollte vielleicht anfangen, meine Bude eher zu kühlen, oder? Statt zu heizen. Wer ist denn das noch weg? Sandsack-Barrikade bringt jetzt aber auch irgendwie nur so mittelmäßig viel, ne? Das Einzige, was ich machen könnte, ich könnte ganz schnell mal eine kurze Falle hier hinstellen. Silver Steel Wood Spike. Und hoffen, dass ich den Typen da irgendwie reinlocken. Warte mal hier. Ich die so auf die Schnelle gebaut, die Dinge? Ich meine, ich habe ja noch ein bisschen. Warte, wer ist hier mein. Steff ist hier der große Bauarbeiter, ne? Steff, wir brauchen mal ganz schnell vor allem diese Falle da. Bevor der Typ da ist. Was ist denn das hinten noch? Eine tote Schildkröte. Wo kommen die ganzen toten Viecher hier?
Wovon sterben die bitte schon nicht? Ich habe noch kein einziges Raubtier gesehen. Den würde ich nehmen. Ich würde den auch nehmen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen die Frage, ob wir den jetzt lebendig geschnappt kriegen. Problem ist auch, wo bringen wir den unter? Ich habe ja leider irgendwie mir noch nicht so richtig Sorgen darum gemacht, um welche Gefangenenräume zu errichten. Ja, ne? Genau, da wollte ich bestimmt die Tür. Eine ganz große Kammer. Breakfast Rock. Wurde Rock schon wieder zurückgewiesen. Wenig Essen. Ach. Ja, wer hätte es gedacht. Das Problem ist halt wieder das mit den... Hey, wir haben den Wassergenerator. Müssen wir jetzt auf jeden Fall das Missing erforschen. Wir vogeln trotzdem bald demnächst. Wir müssen nicht langsam anfangen zu kochen. Dafür müssten wir eventuell mal... Oh, Steffen fängt an, das Vieh hier zu schlachten. 21 Fleisch kommt aber raus. Das Vieh hat noch Essen. Das ist triviale Fehlernährung. Das passiert. Ich würde das letzte Malthöhe schon immer mit Fehlernährung. Das stimmt gar nicht. Ach, er ist hier noch im Rumlaufen. Denn ich hoffe übrigens, dass er hier diese komische Falle so reinrennt, wie ich mir das vorstelle. Hier. Aber andererseits muss er da mehr oder weniger können. Okay, greifen Sie, er fängt an anzugreifen. 2 Uhr nachts, wie warm ist das denn? In meiner Schlafkammer ist halt auch nicht besonders warm. Also, wenn der Angriff vorbei ist, muss ich mir überlegen, hier mal eine... Ach, Rock hat gerade beschlossen, zu jagen zu gehen. Rock, das ist jetzt gerade ungünstig. Ne, warte mal, Rock. Komm mal lieber zurück hier. Stell dich mal dahin. Und versuch mal, diesen Typen da rauszulocken. Hey, die Psychodrohne hat aufgehört zu wirken. Da wird er, wenn ich meine Fallen umlaufen. Ja, umläuft halt meine Fallen. Ach, was ist das denn? Wofür habe ich die überhaupt? Ist das schlecht, weil er ist ein guter Nahkämpfer. Oh, das wird so bitter. Ach, Rock kann nicht mehr wegrennen. Also ist ja scheiße mit dem Nahkampf. Das gefällt mir gar nicht. Oh, jetzt kein Rock. Oh Mann. Bruce, Crack. Ach du Scheiße. Wie geht's ihm? Er stirbt in 5 Stunden. Er hat sein linkes Ohr verloren. Und sein rechtes Bein hat er auch verloren. Den können wir auch sterben lassen. Caption ist doof. Ah, der hat sowieso keine Klamotten an, wa? Ich kenne nicht mehr aus, die hat er gar nicht an. Na gut, wer sein rechtes Bein verloren hat, dann ist er ein bisschen nichts mehr gut. Boah, ich könnte ihm ein Holzbein geben. Sie übrigens, das ist eine Frau. Ja, ne? Wer ist hier der Doc? Rock hat keinen Bock mehr. Ne? Das ist nicht so überraschend. So, mal hier. Tending? Von mir aus. Ich meine, die haben nur so ein paar kleine Verletzungen. Das ist nicht so schlimm, aber trotzdem. Beine für dich überbewertet. Kann Steff überhaupt so Medizin? Kann er das? Oh ja, Steff ist mein Medizinexperte. Warte mal, dann machen wir hier mal gleich Fresel auch wieder heile. Ich weiß, es ist schlecht für den Nachtschlaf, aber Medizin haben wir gerade noch hier, Menge im Gegensatz zu Essen. Dann geht's Rock vielleicht ein bisschen besser, wenn das hier verarztet ist. Intense Pain. Ja. Oh, er ist schon tot. Sie. Gut, dann müssen wir wohl mal den Körper verscharren. Sonstiges? Grave? Also ein bisschen weiter weg als gedacht. Na gut.
Ne, wie gesagt, ich hatte gerade eben die Ressourcen, den Typen zu retten. Nee, niedriges Essen, nicht SOS. Oh, der Hund könnte doch ein bisschen an den Typen nagen, oder nicht, oder? Oh, hat er auch. Oder? Oh ja, den Kopf. Der Hund hat den Kopf abgebissen. Oh. Ach, schön. Ich finde ja immer wieder, dass RimWorld ein sehr dunkles Spiel ist. Was ist ja nicht für eine Waffe? Brot-Action-Rifle. Die sind ja früher sind die irgendwie anders, oder? Die sind noch wie früher Single-Shot-Rifle, irgendwie so die Dinger. Na egal. Zumindest das Nahrungsproblem meines Hundes hat sich für die nächste Zeit erledigt. Stefan forscht weiter an der Geschichte. Die beiden heilen. Freunde, wenn ihr jetzt hier beide drum liegt, das wird jetzt mein Essensproblem leider auch nicht minimieren. Na gut, wir können. Ich glaube, wir können uns ein bisschen mit Jagen noch über Wasser halten. Bestimmt. Ja, hier drin sind nur 21 Grad. Kommt das eigentlich? Am Ofen liegt's nicht. Ich muss der Ofen noch 21 Grad heizen. Das reicht ja, wenn er auf 16 Grad heizt, oder? So, wir haben ein bisschen was gebrochen. Nee, wir haben nur Prellung. Alles nur. Na gut, hier. Was? Ist den Schädel gebrochen? Ach hey. Ich hoffe, den geht's bald wieder besser hier. Tja. Wenn wir jetzt nicht bald aufpassen, ist es. Ah ja, okay. Muss ich nur essen. Achso. Ach, versucht er sich bei Friesel einzuschleimen mit Essen, ne? Er ist ja ein Typ. Der rockt sich hin, aber was machen wir jetzt? Wir haben noch wie viel Essen? 8. 7. Hier liegt nicht so viel irgendwo noch welches rum. Das ist der Nachteil der großen Karte. Du findest halt die ganzen Sachen so schlecht. Hier ist nicht durch Zufall irgendwie in letzter Zeit ein bisschen was verelendet. Da hinten ist noch ein Truthahn. So, Friedel geht's wieder gut. Sehr schön. Rock noch nicht. Muss auf jeden Fall morgen auf die Jagd gehen, sonst haben wir ja bald ein Problem. Ich glaube, aus der Menge an Fleisch kriegen wir nicht allzu viel rausgejagt. Achso, dann müsste ich vielleicht jetzt erstmal researchen, ist erstmal nicht so wichtig. Handen, kann er das gut? Also, Steff kann jagen überhaupt nicht gut, aber er lernt sehr schnell darin. Das heißt, es wäre die Gelegenheit begünstigt, dass er und sein Revolver. Rock, sag mal bitte, dass du jetzt jagen gehst. Gutes Munition. Warum nimmt er eigentlich dabei Deckung? Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Truthahn zurückschießt. Was? Alter, was war das denn gerade? Social? Rock, Champ, Steph, by joking about friendly hypnotists, Steph did not respond. Na, klasse. Jagen gehen mit dem Revolver, also auf jeden Fall. Es sieht zumindest witzig aus. Mal. Ach, oh nein, ihr Idioten. Hauptsache, ich stelle meine Leute ab zum Jagen von irgendwelchen Viechern. Und das Erste, was die machen, ist die Viecher in der Resterampe abzulegen. Genau. Ja, zumindest kommen jetzt die Ersten. Nein, das ist der Ofen aus. Wie warm ist es hier in dem Raum noch? Wir sind ja nicht gerade kein Strom. Ist jetzt sehr schlecht. Jetzt gerade, wo ich mal ein bisschen Fleisch habe, ist jetzt hier. Was kostet denn der? Ach hey. Ach, der das Ding ist ja riesig. Wie soll ich den überhaupt bauen? Der passt doch nur so hin. The train here cannot support. Achso, den muss ich. Strom produziert denn das Ding? Gibt es in den verschiedenen Geschmacksrichtungen? Nein.
Oh, ne. Oh nein. Schnell, 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 schnell. Da ich mir wieder schön den Strom kaputt gemacht. Der kennt wohl, dass ich keine Energie habe von meiner Kühlkammer. Wie lange hält das Fleisch noch? Anderthalb Tage, na großartig. Ich habe wirklich nur noch 4 Survival Meat. Klasse. Wie ich die komische Bude da gebaut habe, das Dach. Ja. Blockt bei Oak Tree, na ist ja egal. Wenn ich erstmal die Wasserversorgung habe, dann läuft das. Was? Heatwave? Oh nein. Okay, wir müssen also anfangen, das, die Kühlkammer auch hierfür zu bauen, so wie es aussieht. Das Ding können wir dann wahrscheinlich ausmachen. Ja, wenig Wasser essen, ja, ich weiß. Achso, ich sollte vielleicht Kochen kritisieren, ne? Macht Stefan nicht gerade. Relaxing socially, alleine. Das Witzige ist, Stefan mit, beim Jagen mit dem Revolver. Und noch ein Transport, warte mal. Oh, er ist schon tot. Wann ist er abgestürzt? Oh, er ist vor einem Tag gestorben. Upsala. Warum hat er Klamotten an? Ich hab den irgendwie vergessen. Getting deeper into a mountain. Ja, deeper in a mountain ist schwierig, wenn man keinen Mountain hat. Sag ich immer. Das ist ja nicht mein Netflix-Download. Sehr expensive. 27 andere Titel sind runtergeladen. Ich glaube, mein Netflix-Download ist fertig. Schön, danke, liebes Handy. Du bist klasse. Warte, er braucht 10 Fleisch, um ein Essen zu kochen. Alter. Na gut, ich komme relativ über rum, aber trotzdem. Also die Frage ist, schafft dieses kleine Ding sie hier das. Wie haben wir das denn hier drin, ne? Oh, mein Wasserkraftwerk steht. Wie viel Eisen habe ich denn noch? Ich brauche hier viel Eisen. Das ist ja positiv. Ich überlege gerade, ob ich hier eine zweite Kühlanlage baue. Wenn man die hier misst, ist die fertig. 21 Grad. 21 Grad ist eigentlich ein gutes Ziel. Genau. So. Achso. Jetzt regnet es wieder. Oha. Draußen sind 43 Grad. Ich sollte vielleicht meine Gebäude hier verbinden, ne? Wenn hier drinnen 43 Grad sind, ist das bestimmt nicht witzig. Machen wir mal so. Und so. Und dann. Machen wir so. Was? Feuer? Achso, nein, das sollte ja relativ egal. Wie viel Energie habe ich denn eigentlich? Fräser hat nichts zu tun? Was kann ein Fräser alles Schönes? Das ist heiß, ja. Fräsel kann konstruieren und Dings. Ja, das ist doch gut. Fräsel, dann bau doch mal ein paar Sachen. Zum Beispiel hier eine Wand, wo ich mir eine Tür vergessen habe. Die ganze Konstruktion hier ist mega hoch. Also ich werde auf jeden Fall hier hinter das so richtig dicht machen, aber für den Moment geht das nicht. Also ich habe ja kein Holz. Borders.
Wisst mein Zeug scheint ja ganz gut zu wachsen. Das kann frisst noch was anderes, bevor die sinnlos rumsteht. Mining. Deckel. Wenn der Hüter ja nicht kann, dann. Gut, Friesen ist sowieso der Einzige, der meinen gehen würde, dann könnte er zumindest so ein bisschen Bauteile abbauen, sag ich mal. Kann man nie genug haben. Vorsicht, langweilt. Ich mach mal Mining Priorität 4, weil eigentlich brauche ich es aktuell nicht. Ich glaube echt, wenn meine Klimaanlage das schafft, den ganzen Raum da abzukühlen. Das Feuer sollte ja wohl im Regen sich nicht so sehr ausbreiten, oder? Anscheinend doch. Hitzewelle. Draußen 33 Grad. Da drin sind sogar noch mehr. Mir wurde mal geraten, nicht so weg von den Batterien mit diesem Wasser, mit diesen Wassergeneratoren. Die machen ja relativ viel Strom, ne? Man soll nicht zu nah beieinander bauen. Ich frage mich, wie nah ist zu nah? Achso, das ist wahrscheinlich der Bereich, oder? Die kann man ja schon ziemlich eng bauen, wenn man Bock hat. Also so wahrscheinlich eher nicht, aber. Aber hier wäre halt schwierig für eine Landschaft. Aber hier, guck mal, hier könnte ich zum Beispiel einen bauen. Da könnte ich die ganze Landschaft voll bauen für den Dingern. So, Lowfoot. Ja, hm. Ich glaube, Steffen, seinen Revolver müssen wir wieder jagen gehen. Das Ding zumindest witzig. Das Problem ist bloß, dass hier nicht mehr allzu viele Tiere in der Nähe sind. Ach doch, hier, Muffalos. Ich kann mich nur erinnern, dass die Muffalos, wenn man sie angreift, oder? Naja, genau das. Also Muffalo-Jagd fällt eher aus, weil wäre nicht so klug. Da hinten ist noch ein einzelner Truthahn. Hier ist noch einer. Boah, ist ja eigentlich mal so gut hier mit den Tieren. Oben ist halt noch ein Waschbär. Oh ne, der wehrt sich, das möchte ich nicht. So schlechte Schützen wie meine Jäger sind, ist das keine gute Idee. Ist Steffi jetzt eigentlich besser geworden im Rumballern? Ich meine, er hat ja, ja, Shooting 3, siehst du? Rumballern hat sie gebracht. Was ist eigentlich mit dem Hund? Wie geht's dem eigentlich? Oh, der ist schon wieder verhungern. Oder was war das gerade? Achso. Durchschnittliche Trainierbarkeit. Jetzt steht der Hund in der Tür. So, Moment. Haben wir jetzt hier einen größeren Raum geschaffen, ne? Können wir doch hier Ventilatoren machen? Und hier auch. Bin ich mal gespannt, wie gut das wird. Achso, war ja kein Dach drüber. Eine Boomer-Loop hat sich selber gezähmt. Na klasse. Warum sind hier drin 36 Grad? ETF. Also eine Klimaanlage reicht für die Strecke anscheinend nicht aus. Aber auch, es wird ein bisschen weniger, 29. Zumindest der Schlafraum müssen wir noch gleich wieder. Es ist ein bisschen kühler. Ja, beschweren sich zumindest nicht, das ist ein unter 30 Grad, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Das könnte schlimmer sein, da können wir auf jeden Fall hier so eine zweite Kühlanlage bauen hier. Können wir nicht unseren Kühlraum mal ein bisschen vergrößern. Warum habe ich denn die Herbal Medicine mitgenommen? Frozen One Spoil, ja. Wenig essen. Ja. Hm. Ich könnte die Boomaloop schlachten, aber das wird bloß wieder zu dummen Konsequenzen, die ich nicht haben möchte. Quatsch. Minus 5 Grad? Minus 4 Grad. Ich glaube, mein Kühlschrank ist auch zu Hause, ist auch bei minus 4 Grad. Das passt schon ganz gut. Wie spät haben wir es eigentlich? Der Chat ist so tot. Oh, 2034, ja. Puh, geht nicht so richtig voran hier.
Vor allem das Schlimme ist, dass Steff nicht so richtig mit seiner Forschung vorankommt hier. Oh, das ist 700.000 Punkte Forschung nochmal, dann nochmal 500 Punkte, dann nochmal 500 Punkte. Und dann habe ich, kann ich einen verdammten Geschützturm bauen, der auch noch unendlich viel Energie kostet. Dann kommt wahrscheinlich ein Kälteeinbruch. Aber einen Kälteeinbruch kann ich wahrscheinlich komplett abfedern hier. Ofen habe ich ja zum Glück schon. Wenig Essen, ja. Dass der dumme Hund halt auch Fleisch braucht. Aber warum kann der Hund eigentlich nicht einfach... Warte mal, ist der rohes Fleisch der Hund? Das wäre natürlich viel besser, als wenn der fertige Nahrung ist. Ich habe ihn ja bloß nicht woanders erlaubt. Ich erlaube ihm mal den kompletten Kühlschrank. Mal gucken, ob er jetzt immer noch die fertigen Mahlzeiten ist oder ob er das Fleisch ist. Und ich ahne fast das nicht. Das Vieh ist doch viel zu oft. Bumbaloo Kängurus. Steff macht halt nicht noch in einer Tour nur noch Essen. Ja, die mögen sich alle, das ist schon mal viel wert. Bitte wird leider kochen 5. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt seine Berufung. Friesen macht den Berg noch ein bisschen in der Steine drunter. Yay, ich hab das haben wir Machining. Da kann ich mit. Ja, scheiße. Ist die Bumaloop gerade gestorben? Ah ne, die Batterie ist explodiert. Achso, das fällt mir gerade wieder ein. Firefighting. Priorität 1. Freunde, hallo? Feuer. Ist es ein Innenraumfeuer? Das ist vielleicht irgendwie wichtig. Das heißt nicht, die Bumaloop brennt ab. Ja, der gute Essenstisch. Hier ist überall Gras und dieses komische Vieh hat nichts Besseres zu tun als warum muss das Vieh bitte schön in meinen Kühlschrank gehen? Das ist total doof. Warte mal, meine Farm aber auch nicht. Moment, die nehmen wir gleich raus. Das ist ein riesengroßes Gebiet, wo das Vieh irgendwie einfach nur Gräser fressen könnte. Aber nein, das muss natürlich unbedingt in den Kühlschrank gehen. Grasfresser. Das und der Kühlschrank auf jeden Fall auch nicht. Wir behalten die Bumaloop erstmal. Ich weiß zwar nicht so richtig, wofür. Kann ich jetzt was trainieren? Nicht wirklich. Das war nicht, die Bumaloop hat sich selber gezähmt. Jetzt raus mit dir! Bevor die mir alles wegfrisst hier. Achso, wir haben nur 10 Mahlzeiten. Ich sollte vielleicht mehr kochen, ne? Kochen wir auf 20 Mahlzeiten hoch. Gucken, dass das Steffen noch überhaupt zu irgendwas kommt. Steff schreibt Kapau. Das ist ja schön. Ich mache wieder einen Schluss. Ich muss morgen noch packen und bis nicht zu spät werden lassen. Hey, die Hitzewelle ist vorbei. Juhu! Die Klimaanlage müsste ich ja nicht selber abschalten, oder? Wenn sie bei 21 Grad ist. Also mein Kühlschrank könnte ich jederzeit vergrößern, wenn ich wollte. Wenig Essen, ja. Wer jetzt gedacht. Der Rock ist irgendwie so ein ständigen... dadurch, dass er das Sweetie... Ist too hot, I'm Sweetie? Was hat der denn? Das wird euch überall... Ist doch immer... Eigentlich gut temperiert. Ich weiß nicht, was Rock hat. Ich reg übrigens auf, dass dieser komische Wilde vorhin einfach an den Fallen vorbeigelaufen ist. Ich kann die auch nicht so aufstellen, dass man nicht an den vorbeilaufen kann, weil ich kann die ja nicht so diagonal stellen. Also. Aber was bringen denn bitte schon die Fallen, wenn die Leute daran doch vorbeilaufen können? Das bringt das ja nur was gegen Tiere oder wie? Oder könnte ich die wieder besser verstecken? Welchen Sinn haben bitteschön Fallen, wenn ich die nicht dafür einsetzen kann, wo ich so. Warum habe ich denn hier 4, 7 Apfelblock? Wo kommen die denn her? Ach, weil ich hier in Löcher reingehauen habe. Steine herstellen. Ich müsste eigentlich ein bisschen in meiner Bude her ringsherum roden. Mache ich jetzt auch. Ich hoffe, dafür geht nicht die richtige Arbeit. Aber das ist eigentlich total wichtig, weil wenn es hier irgendwie mal brennt, zwar richtig brennt, brennt mir sonst die Holzhütte ab. Das kann ich eigentlich nicht zulassen. Dass mir vor allem mein
Windkraftwerk hier wächst auch riesig ein. Mist. Bei Steinwände kann ich mir aktuell auf jeden Fall nicht leisten. Das heißt, wir brennen bei Holzwänden, glauben. Wir haben gerade den Wall gemacht. Achso. Die Balls ignoriere ich irgendwie seit einiger Zeit ganz schön. Was ist die voll für die Batterie auch nicht? Also mein... Wie braucht hier einen so ein... 200 Watt braucht er eine Klimaanlage. Also da haben wir drei Stück von. Das, die Bude macht 1100, 600... Der Ofen braucht mal 350, sind wir bei 950. Die Lampen brauchen, na gut, die Lampen brauchen nicht ganz so viel. Leute, warte nur schon. Ja, das war nicht, bleibt nicht viel übrig. Na gut, dann ist die Windturbine, die leistet ja ordentlich Strom. Dann ist die Batterie hier gerade explodiert, ne? Das hat natürlich. Oh, ein Eichhörnchen. Was? Eichhörnchen kann man nicht jagen. Also, man kann die schon jagen, aber wenn man sie jagt, warum laufen wir. Sind wir hier nicht irgendwie in Subtropen oder so? Warum rennen denn hier überall Maffellos rum? Wenn ich so an Savanne und Steppe denke, ist so ein Bison. Sag schon. So ein Mammut, jetzt nicht gerade direkt das Erste, woran ich denke. Und auch ehrlich gesagt, nicht auf den ersten 10 Stellen. Ferry ist, ja. Hier sind lauter tote Viecher. Und die Schildkröte ist, glaube ich, schon länger tot. Hinten sind Boomerloo und hier ist ein Megaslot. Sind die gefertigt? Oh ja. Hinten ist eine Schildkröte, jawohl. Ach, Schildkröten auch nicht. Gut, die haben eine 2% Chance zurückzukämpfen, aber trotzdem. Da liegt auch noch irgendwie eine Katze rum. Wenn ich jetzt hier anfange, Boomerloops zu jagen, ist das bestimmt nicht gesund für mich, oder? Na, ja, Steff kann ja erstmal aus. Ja, das ist, oder mal, bauen wir gerade. Ah, wir bauen endlich Essen ab. Oder wenn wir das machen, dann muss ich hier doch mal die Küche vergrößern. Dann müssen wir jetzt hier mal unsere Zwischenwände kaputt machen und die Zone erhöhen und dann Stockperson. Man ist ja eh gekühlt, ne? Gut, unser Jagen hat lange genug gehalten. Ja, Expenses. Genau, zack. So. Major Break, was macht der denn gerade? Ach ja, jagt den. Er jagt den Truthorn. Mit beeindruckender Genauigkeit. Ich glaube, er hat schon zweimal getroffen. Er hat ihn dreimal getroffen. Tot und tot. So, aber dadurch, dass wir jetzt zumindest mit uns mit Fleisch lang genug... hey, die Boomerloop hat sich voll geheilt. Ach, siehst du, ich bräuchte noch Animal Beds, fällt mir gerade so ein. Double Sleeping Spot? Naja, so weit sind wir noch nicht. Animal Sleeping Spot. Da. Ich könnte natürlich jetzt in mein Luxus über Schlafzimmer... Ach, eigentlich nicht. So, warum ist denn diese komische... Ach so, weil ich auch dumm bin. Ich müsste natürlich, dass der Boomerloop auch den Bereich Grasfresser zu tun, damit es halt nicht mehr in den Kühlschrank geht. Einer Breakfast Rock. Also Rock schwankt immer zwischen kleinen und großen Nervenzusammenbruch. Von Friesel zurückgewiesen, von Steff zurückgewiesen. Ach Rock, das ist echt nicht einfach. Aber nur zwei Spiele später kommt der neue. Da kommen die neuen Boards nicht nochmal am Mittwoch. Ach genau. Ich finde es übrigens sehr gefährlich, so eine Boomerloop überhaupt als Haustier zu haben, dennoch im Schlafzimmer schlafen zu lassen. Warte mal, Moment mal. Man kann die Viecher melken? Boomerloop. Was? Man kann die. Man kriegt da Milch raus? Das ist ja cool. Moment, was gibt es denn über Boomerloops zu wissen? Engineer for Chemical Productions, Boomerloop grows large, like a volatile chemical in its back. Thought it's weak and forgive, as other animals have learned to avoid because of the huge explosion it produces when it dies. It can be milked to produce chemful very carefully. man kann aus der Boomerloop Treibstoff rausholen? Oh man. Das wäre natürlich eine Überlegung wert, wenn der Fluss zu früh. Kann das sein, dass der Reis irgendwie schneller wächst? Das ist nee, das andere Zeug ist auch ausfällig gewachsen. Meine Leute sind das leider zu schnell mit meinen großen. Ah, nee, der Reis wächst definitiv schneller als andere. Warum habe ich so wenig Reispflanzen angebaut? Das war im Nachhinein betrachtet ziemlich dumm. Gleich das Reis schneller wächst, wäre es halt viel klüger gewesen, mehr Reis anzubauen. Also, kann ich den Reis ins Wasser bauen?
Und Rock versucht weiter seine Avancen. Rock pursued Steph by telling a story about the market. Steph rejected that once. Ist sind eigentlich immer noch ein bester. Achso, also die haben immer noch eine sehr gute Meinung von sich. Trotz, dass sie fünfmal zurückgewiesen wurden. Oh, Friesels Meinung von Dings ist allerdings nicht so gut. Deep Talk, Fade to Man's Meet, zweimal, Insulted, Crash Together. Warum will Rocker nicht mal mit allen romantisch unterwegs sein? Ich meine, ist das. Industrious? Der Arbeit ist halt viel, ne? Naja. Ja, muss Reis auch ein Getreide? Ich baue ja sonst nur Kartoffeln und Korn an. Wenn es nicht die anderen zwischen Miner und Great Risk. Was sind das hier noch? Berries? Oh, jawohl, die kann ich verarbeiten. Wie viel Essen habe ich jetzt? 20. Hat der Hund gerade an den Berries genascht? Na klasse. Na gut. Das läuft ja soweit erstmal. Gut, ich glaube, ich würde an der Stelle auch erstmal Schluss machen. Und ich spiele das irgendwann nächste Woche, glaube ich, nochmal weiter. Wenn ich mal wieder Zeit habe und das irgendwie keiner sich zum Multiplayer findet. Ich habe jetzt ein bisschen Bock auf Rimworld. Was habe ich? Habe ich Erdbeeren? Nee. Ach, ich habe Bären. Okay, gut. Du Rockwell, der wird über abgelehnt. Naja, vielleicht finden wir nochmal einen richtigen Partner für Rock. Wir sollten vielleicht die Schlafzimmer aufteilen. Das funktioniert nicht so gut. Wir sollten die Männer und Frauen vielleicht trennen. Vor allem, wenn Rock ja genau in der Mitte liegt. Wie das sei. Ich mache, glaube ich, erstmal Schluss hier für heute. Das ist, Kängurus. Ach, also wir sind 18, habe ich letztes Mal gespielt. Residenz am Felsenbach, wir sind 18, ist gar nicht lange her. Oh. Oh, na gut. Wir sind 16. Na gut, speichern wir mal ab. Ich denke mal, nächste Woche mache ich mal weiter, nachdem ich Elix am Montag gemacht habe und generell überhaupt. So. Genau, so machen wir das.